ab heute aus, so bloß das Wischen dann für Wert. Das Lächeln deiner Bupa Paparazzi ist gefallen, oder was? Deine Geburt, dein Kameramann. Und wenn du spazierendlich artig bist, denn da gibt es von mir Überstunden, wie man PDH zerfickt, um dich zu besiegen. Reicht es, wenn ich Prompa Parts bringe, ey, von Supertalent zum SCB. Anschließend K1 Casting, so wie wir dich kennen. Fliegst du sicherlich auch da schon raus, dann setz dir ne Perücke auf und ab auf die Casting-Couch. Guck, wie ich dich einfach mit paar Zeilen hier zerfetzt. Danach tappst du nur im Dunkeln wie in dein eigenen Geschäft. Du bist dumm, du findest dich von außen echt bedrohlich. So dumm, du denkst bei Drive Strom an Auto-Elektronik. Was willst du mir erzählen, Mann, deine Lage ist schlecht. Dich zu ficken, zählt für mich promomäßig als Marketing. Ich bin so gespannt, was du hier machst, vielleicht der wütende Flow. Aber dir klaute selbst ein Opa auf der Bühne die Show. Meine Fans schreiben Liebe, es ist ein Freilos, wie es aussieht. Deine Schreiben scheiße, Wami, Alter, schade, dass du rausfliegst. Liebe ist dieses irrelevante Individuum, wird intensiv mit irreversiblen Silben. Konstellationen instinktiv vom Inbegriff der interaktiv agierende bleibt das Szene geschändet. Und dann singen als loses Leben beendet. Denn dieser inkontinente, inkompetente, impotente Inzestbengel bekommt meine Intoleranz zu spüren, wir alle drin. Das hier ist Hightech-Rap, die verbale Exekution. Bei der freiwilligen Feuerwehr, Vorstandsvorsitzende fickt Fresse, fühlt sich beim Lecken deiner viel zu fetten Freunde wie beim Fisches. Du lieferst keinen schönen Sound, du lieferst Hundipits und verpackst und verteilt für französische Firmen aus. Gibst du, du findest mich nicht schlecht, und wenn du jetzt hast die letzte Line passt nicht, dann ist die Delivery perfekt. Du bist wohl gerade in der Findungsphase, dann wartet kleiner deine Zeilen, treffen den Falschen wie eine fehlgeleitete Fahne, mein Stand. Komisch, dass der Tanks erleben so ähne, von daher tu bitte was du kannst. Ich bin mir ne Fan-Telefonie mit Filterthese. Du bist mir sowieso egal bei deiner Beleuchtung. Der Trolley wird es Zeit, dass du die Stromrechnung bezahlst. Liebe ist dieses irrelevante Individuum, wird intensiv mit irreversiblen Silben. Konstellationen instinktiv vom Inbegriff der interaktiv agierenden bleibt aus Szene geschändet. Und dann singen als loses Leben beendet. Denn dieser inkontinente, inkompetente, impotente Inzestbengel bekommt meine Intoleranz zu spüren, wie Alliteration. Das hier ist Hightech-Rap, die verbale Exekution. Hallo Ibis, es ist ja kein Wunder, du schießt weiter Krise mit miesen Vergleichen aus dem 19. Jahrhundert. Du kannst gründen, was du willst, doch dein Text ist verschnuppelt, denn dein Turnier ist nur eine vollversagte Selbsthilfegruppe. Und du wärst so gern ein Gangster, der sich haut. Aber Akustiker schießt sinnbildlich für femininen Sound. Deine Freundin ist dein Engel und dein Freund nur so ein böses Grin. Zusammen spielt der Reinschein grad ne Dramakomödie. Machst auf Fahrt und du spittest die Parts. Doch wenn es nachts gewittert, kriegst du schnell ins Bett von deiner Mom. Du bist der kleinste Mensch der Welt, du machst auf Baba, den er merkt, du warst. Ich bin ja schon klein, aber du brauchst uns Fernpass. Tausende CDs und produziertest die Songs, damit du Geld hast für den Hotdog, um ans Mikro zu kommen. Ich werde dich easy kurz wegslappen. Wie dumm kann man denn sein? Wer ließ denn bitte Ibis und Tanks rappen?